Hey ho und guten Morgen, jetzt brennen sie auch endlich. Ich bin wieder da. Es hat sich nicht viel getan seit der letzten Folge. Doch, etwas hat sich getan. Und zwar bin ich auf einer ganz anderen Spielversion, wie ihr jetzt oben links ja sehen könnt. Ja, ist halt so, ist mir auch völlig egal. Und ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, was uns diese Version jetzt hier wieder so bringt. Also nur ein paar Kleinigkeiten habe ich vielleicht schon entdeckt, aber ansonsten weiß ich noch nicht viel darüber, denn ich habe ja ungefähr eine Woche lang krank da niedergelegen und konnte mich nicht sehr um Minecraft kümmern. Ja, und ich würde sagen, ja, ich habe immer noch ein bisschen so die Auswirkungen zu spüren, muss ab und zu mal, habe ich so Hustenanfälle oder muss mal die Nase putzen. Ja, ich würde auch sagen, ich gebe euch jetzt erstmal so ein paar Sekunden Zeit, um mich zu bedauern. Gut, dann geht's mal los. Commit 1.8. Oh, da liegen Erfahrungspunkte. Die nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, warum die da liegen. Oh, oh, oh. Creeper da hinten. Nein. Ah, noch ein Creeper. Ah, das geht ja schon wieder wirklich toll los hier. Hau ab, du Schweinhund. Ja. Ich hätte fast noch was Schlimmeres zu dem gesagt, aber... Ja, ja. Mach mir den Halbmond. Ich weiß, ich finde diese Animation nicht so gelungen. Ah, da ist noch einer, noch einer. Dafür. Ah, das. Allerdings habe ich ein bisschen Gammelfleisch dann gefunden. Man weiß ja nicht, wozu es gut ist. Der ist immer noch uns auf den Fersen. Ich habe gar keinen Bogen dabei. Wo ist denn mein Zeug? Aha. Ja, okay. Macht nichts. Bin gestorben. Hardcore-Mode habe ich hier nicht an, ne? Gibt es ja jetzt in 1.9 so ein Hardcore-Mode. Ja, da laufen dann alle NPCs nackt rum und, ne, ihr wisst schon. Nein, nicht ganz so schlimm. Ich persönlich kann damit nichts anfangen. Interessiert mich überhaupt nicht, der komische Spielmode. Der Notch, der tut so ein bisschen so, als hätte man vorher in all der Zeit niemals Minecraft gespielt. Ich frage mich so, was er sich so vorstellt, was wir hier so seit Jahren machen oder seit Monaten. Wenn nicht spielen, ja. Also er baut da so Sachen ein, damit man mehr spielen kann. Ja, aber das tun wir auch sowieso die ganze Zeit. Naja, ich muss ja nicht alles verstehen. Was mir aufgefallen ist, ja, ich habe ein bisschen Experimente gemacht. Ich hole mir mal eben Werkzeug, denn ich brauche Ressourcen hier oben. Ich muss hier überall liegen Pfeile rum. Ich finde das ja gut. Achso, das waren meine eigenen, glaube ich, ne? Zack, zack, so. Oh, ich habe ja überhaupt keine Ressourcen mehr. Sind die mir die denn schon wieder alle? Ich hatte doch noch Holz gehackt in der letzten Folge und alles. Wo ist das denn hin? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Wo ist denn mein ganzes Holz hin? Ja, man sieht mal, ich habe ein paar Tage nicht gespielt hier, ja, und schon ist alles außer Rand und Band. Ich habe nicht den geringsten Plan, was hier noch so am Bach ist. Das kann doch jetzt nicht sein, dass mein ganzes Holz weg ist. Habe ich denn jetzt hier noch irgendwas verloren? Na, ich gehe mal lieber nochmal die Lage checken. Ja, ich wollte auch überhaupt nur erzählen, ich habe Experimente gemacht mit diesem 1.9 und dem Swarmweed Seed. Und habe festgestellt, dass auch im Vergleich zu 1.8, also die Version, die wir ja noch auf unserer Reise hierhin verwendet haben in den letzten 4 Folgen, dass also auch im Vergleich zu 1.8 diese 1.9er Welten völlig anders generiert werden. Das Einzige, ich guck mal eben in die Koordinaten, ja das stimmt, das Einzige, was sich gleicht, ist dieses Dorf, was wir hier gefunden haben. So, und der ganze Weg dahin, die ganze Reise, die wir gemacht haben, die ist, nicht mehr vorhanden. Diese ganze Gegend der letzten 4 Folgen, die wir da gelaufen sind, ist jetzt, wäre in einem originalen 1.9er, 9 Seed Swampweed nicht mehr vorhanden, sondern an der Stelle ist ein riesengroßer, gigantischer Ozean. Genau wie hier. Hier sehe ich jetzt auch,
Das ist jetzt auch irgendwie 1,9, ne? Ein riesiger Ozean. Überall. Also die ganze Gegend, wirklich diese Wüste, die wir da gefunden haben am Rand zu unserem Bad Schönfels. Anschließend die ganzen Gegenden, die wir erkundet haben. Sümpfe haben wir gesehen. Ein riesiges Gebirge haben wir sind wir überklettert. Ja, und das ist alles weg. Da ist an der Stelle jetzt einfach nur noch Wasser. Ne? Also auch der Unterschied zwischen 1,8 und 1,9, der ist gigantisch im World Generator. Ne? Ja, jetzt kann ich auch die Koordinaten wieder ausmachen. Nach wie vor habe ich nicht die geringste Ahnung mehr, was ich mit meinem Holz angestellt habe, was ich in der letzten Folge gesammelt habe. Aber möglicherweise ist das ja auch jetzt mit der Umstellung auf 1,9 hängt das zusammen. Vielleicht, ich habe es keinen Plan. Ich habe auch überhaupt kein einziges Holz im Laden hier. Also das ist ja. Ja, dann kann ich jetzt also wirklich nur mit der Hand mal eben ein bisschen Holz hacken gehen. Hoffentlich ist ja wenigstens noch unser. Ja, das muss ja, das ist ja schon generiert gewesen. Unser altes Land, klar. Das sollte sich jetzt eigentlich nicht verändert haben. Das wäre unmöglich. Ich finde das auch jetzt sehr schön. Da kann man im Laufe der Zeit, irgendwann, wenn in einigen Jahren Minecraft mal fertiggestellt ist, da kann man dann immer zurückgehen in der Zeit. Ja, wenn wir nach Bad Schönfels zurückkehren, sehen wir, wie schön es da war. Ursprünglich, ja. Und ja, wie eintönig die 1,8er Landschaften dann sein konnten. Und auch 1,9 ist, glaube ich, noch eintöniger, wie ich das jetzt so gesehen habe auf meinem Testflug. Dazu habe ich halt eine neue Welt, Swampweed in 1,9 aufgemacht. Im Creative Mode. Und würdest du mal aufhören, mich zu schubsen? Komm, hör mal auf da. Ich bin am Arbeiten hier. Ja, und bin dann im Creative Mode dann einfach mal durchgeflogen. Zu den Koordinaten hier, wo ich das Dorf hier habe. Und auf dem Weg dahin, es war nur Ozean. Ab und zu links oder rechts mal konnte ich ein bisschen Land sehen. Meistens irgendwie eine Sumpfinsel habe ich, glaube ich, gesehen. Und Wüste natürlich, Wüste ohne Ende. Auch wenn man jetzt spawnt in Swampweed. Steht man direkt vor einer riesigen Wüste links und geradeaus ein riesiger Ozean. Ne? Also alles enorm groß. Tut mir leid, ich finde es stinklangweilig. Ne? Auch wer Riesenbauten machen möchte, wer Riesenprojekte plant, Städtebau und sowas, ne? Der hat auch früher schon gute Landstriche gefunden, die groß genug waren für sowas. Siehe Insel Karl des Kahlen. Ne? Ja, ich habe einfach jetzt mal die Hoffnung, dass da einfach noch nachgebessert wird. Dass der Notch ist ja auch nicht blöd. Ne? Der schraubt da halt immer dran rum. Man weiß halt nicht, was er macht so. Ne? Beziehungsweise er sagt dann, was er macht, und dann macht er doch was anderes. Da müssen wir einfach mit klarkommen. Und einfach mal darauf hoffen, dass das wieder interessant wird. Ja, ich bin da nämlich jetzt auch mal ein bisschen weiter geflogen, hier in unserem Dorf. Um mal zu gucken, was gibt's denn da, wie ist denn die Landschaft. Hab also schon ein bisschen gefuscht, gebe ich ja gerne zu. Aber, ja, dabei habe ich halt gesehen, es ist nicht so wahnsinnig berauschend, die Gegend, die Umgebung hier, hinter unserem Dorf da, auf neuen Chunks. Ne? Nicht so berauschend. Ich hack Holz, bleibt nichts anderes übrig. Ich habe keine Ahnung, wo mein Holz hin ist. Ich weiß nicht. Habe ich das im Kampf verloren? Irgendwie, kann das sein? Naja. Können wir jetzt nichts machen. Müssen wir einfach weitermachen. Irgendwie damit zurechtkommen. Was soll's? Hacken wir eben erstmal ein paar Bäume ab. Wie war das denn mit dem Koppelstein? War der auch weg? Ich meine, den habe ich jetzt auch nicht gesehen, ne? In der Kiste. Das sind so Sachen, also. Ja. Ja. Ach ja, viele neue Musik gibt's auch jetzt. In 1,9 haben sie endlich mal neue Musik reingetan. Offenbar auch neue Sounds.
Für Enderman und sowas. Da muss ich gleich mal die Truhe, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Hatte die jetzt schon einen neuen Sound? Ich glaube nicht, oder? Muss ich gleich nochmal auf achten. Ja, deswegen im Hintergrund ganz leise habe ich jetzt auch mal die Musik wieder angemacht. Weil ab und zu wird man da mal einen Klang wahrnehmen. Ich finde die eigentlich auch für Minecraft ganz passend so. Man muss sie nicht haben. Aber ich finde schon, dass das ganz okay gemacht so. Wird's dunkel? Ich glaube schon, ne? Das kriegt man ja jetzt nicht mehr so eindeutig mit. Ja, weil die Zeitzone nicht mehr so durchzischt, ne? Und man dann die Schattierungsverläufe so genau mitbekommt, sondern weil das jetzt so stufenlos geht, was ich ziemlich cool finde. Ihr seht ja, das macht das alles ein bisschen spannend, ne? So hoch ist ja schon plötzlich dunkel, man merkt das gar nicht. Ah, sieht nett aus, unser Dorf. 45 Holzstämme, ja, da komme ich jetzt schon mal wenigstens so mit klar, dass ich auch mal ein bisschen Werkzeug herstellen kann. Zack. Ja, das wollte ich ja auch unbedingt reparieren hier. Die Mauer, das habe ich beim letzten Mal nur angedeutet und dann doch sehr schlampig noch gemacht. Jetzt guck mal in die Kiste. Achtung, hinhören. Was war das? Gar nichts mehr. Ja, finde ich auch gut. Kann ich mit leben. Braucht ihr auch keinen Sound drauf machen, Leute. Lass es. Ne? Es ist gut so. Die Kisten gehen einem unendlich auf den Wecker, weil man da auf und zu macht. Und gerade in so Lagerhäusern, das habt ihr vielleicht in der 101. Folge, ja genau, 101. Folge. Ja, habt ihr das wahrscheinlich auch vielleicht noch miterlebt, dass ich da mein Inventar sortiert habe, für die Reise alles zusammengesucht habe und es war so Katastrophe, ey. Dann 1000 Kisten musste öffnen und schließen. Die sind ja auch alle pickepacke voll. Ist ja nicht mehr alles in einer Kiste, sondern in mehrere Kisten verteilt, weil man so viel Zeug hat. Ja, und dann... Ey, fackeln wir auch nicht mehr. Leute. Ja, und da... Doch, Koppelstein habe ich noch. Ach, da sind noch Fackeln. Aber die ich dabei hatte, sind alle weg. Ist das jetzt vielleicht auch eine... Neuer, irgendwie so, damit das noch schwieriger wird? Dass so Sachen irgendwie randommäßig verschwinden, die man dabei hatte? Fände ich persönlich ziemlich unsinnig. Na, aber gut. Will ich nicht schon wieder meckern. Das wird da immer verschlimmbessert. Und dran rumgeschraubt, wo es nichts zu schrauben gibt. Bin mal gespannt. In ein paar Monaten oder ein paar Wochen vielleicht schon lachen wir darüber. Ist das alles? Hat sich das alles wieder eingerenkt? Ja, nehmen wir ruhig mal noch einen Schaufel mit und noch mehr Spitzhacken. Ich wollte auch mal jetzt so richtig nochmal in den Steinbruch rennen. Eine Axt. Zwei Äxte. Ja, schon wieder die Zombies draußen. Klar. Hau ab da. Ich will mal meine Ruhe haben. Ihr seid ja vielleicht Deppen. Ist das eigentlich nur so, dass sie durch Glasscheibe gucken? Oder wenn man Glasblöcke einbaut, gucken die da nicht mehr durch? Weiß das jemand? Also ihr seid natürlich... Ich habe ja gesagt, ich habe längst noch nicht alles jetzt ergründet. Eigentlich hätte ich schon längst mal eine Erstbespielung wieder gemacht, aber das lohnt sich ja nicht, weil das Spiel ist ja immer noch völlig unfertig. Und da, von daher, keine Ahnung, ne? Ich gucke mir das alles genauer an. Wenn wirklich 1.10 draußen ist, wahrscheinlich ja Mitte Oktober, nehme ich mal an. Vorher lohnt sich das nichts, aber wenn ihr das schon mal alles getestet habt, zögert nicht, eure Tipps mal in die Kommentare zu schreiben. Das hilft auch anderen Minecraft-Spielern und Spielerinnen. Hey. Was hat die denn da noch fallen lassen? Das ist so eine neue Sache. Das ist ein Spinnenauge. Oh, das finde ich cool. Ne? Irre. Oh, jagen müssen wir auch. Habe ich Geld. Habe ich denn hier? Ja, ein bisschen habe ich dabei. Ja, ein bisschen Pilzsuppe mit. Rottige Fleisch. Ofen. Machen wir mal einen Ofen.
Ein Spinnenauge, ah. Ja, das wird man dann brauchen für diese Tränke, die sie da machen. Finde ich auch ganz gut mit den Tränken. Das ist sicher eine schöne Sache. Wobei ich das, glaube ich, noch nicht so richtig ausgewogen finde, wie man an so Items kommt. Aber wenn ich an den Nether denke, ich weiß nicht, ob der richtig aufgewertet worden ist inzwischen. Machen wir hier mal so. Haben wir nicht noch Eier? Ah, ja, hier, das Zeug können wir da rein tun. So. Sprengpulver rein. Kann übrigens hier bleiben, machen wir nicht mit uns rumschleppen. Kohle haben wir ja noch ein bisschen, aber gut. Ja. Ja, das lassen wir auch erstmal alles hier. Das verstopft nur alles. Auf ja, das auch. Ja, und das ist alles noch kostbar. Gut, das Spinnenauge. Ist ja auch mal hier. Ach, noch ein Schwert bräuchte ich. Das ist ein Schwert immer nur dabei zu haben, ist ein bisschen leichtsinnig. So. Ja, da würde ich sagen, renne ich nochmal rüber zum Steinbruch. Hilft ja alles nichts. Wir müssen mal ein bisschen mal lochen hier. Nicht nur quatschen, ne? Auch mal was machen. Bevor wir hier nämlich richtig anfangen können, die Gegend zu verschönern, das Dorf auszubauen. Ich habe das schon Visionen. Ne? Werden wir verfolgt? Wo ist eigentlich 1,8? Ach, den habe ich da hinten an den Baum gesetzt, ne? Oder? Ja, klar, der hat mich doch immer angesprungen. Sicher, sicher. Ja, den ignoriert man irgendwann, den Hund, und dann vergisst man ihn und das fällt einem dann meistens erst viel, viel später ein oder auf. Und da muss man wieder überlegen. Das ist ungefähr so, wenn man nicht mehr weiß, wo man sein Auto geparkt hat, ne? Da rennst du zum Parkplatz und stellst dann fest, Moment mal, ach so, andere Seite der Stadt. Ja. Hauen wir noch mal ein bisschen hier, genau das. Hab ich die Schere dabei? Nee, die Schere bin ich nicht dabei. Laub sollten wir eigentlich auch mal mitnehmen, das kann man ja zum Verschönern gut gebrauchen. So, jetzt biete ich euch mal ein bisschen Abwechslung. Jetzt lassen wir mal die Bäume Bäume sein und jetzt rennen wir mal in den Steinbruch rüber. Ja, der war doch. Oh. Geht es hier runter? Wie weit geht es? Ui. Das ist interessant. Hallo. Ah. Es ist gefährlich, mit Hund zu reisen. Auf jeden Fall. Ach so, ein bisschen jagen wollte ich ja auch. Jetzt muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ja. Erfahrungspunkte. Ja, es gibt schon irgendwie eine Idee, ne, wie man, was man mit denen machen soll. Das wird dann irgendwie auch mit der Zauberei und der Brauerei von Tränken irgendwie zusammenhängen. Mal sehen, die wird man irgendwie verwenden können. Deswegen schon mal anfangen zu sammeln. Obwohl, nee, ja, doch. Wer weiß. Es ist eine Phase der Verunsicherung auf meiner Seite, was Minecraft angeht, ne? Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Sag mal, du bist ja noch nicht ganz gescheit. Jetzt komm. So, ich möchte doch nur hier. Ach, ein bisschen Erde nehmen wir auch mit. Wisst ihr, dass das eine praktische Sache ist, Erde? Und habe ich auch überhaupt nicht mehr, glaube ich. Mal hier alles, ne? Mal gucken, hier drunter verbergen sich bestimmt Schätze: Gold und Silber, Diamanten. Hier mal ein bisschen Tageswerk vollbringen. Also richtig reinklotzen, was das Zeug hält. Hoppla. Da gehe ich auch mal durch. So, ja. Ein bisschen Geröllheimer hier. Jawohl. Alles mitnehmen hier. Hier baue ich mir einen riesigen Steinbruch ein. Das ist schon mal klar. So richtig mit Bagger und Kran und die Kohle nehme ich dann auch mal mit.
Ja, das wird jetzt hier so mal so richtig so Schaufelrad-Bagger-mäßig abgearbeitet. Du. Kohle, jawohl. Mal wieder unsere Bestände auffüllen. Ja, damit die dann beim nächsten Mal auch wieder irgendwie mysteriös verschwinden. Ich habe auch schon überlegt, ob ich jetzt irgendwie einen falschen Spielstand geöffnet habe, aus Versehen. Ich habe da nämlich mehrere, wegen der Backups-Geschichten habe ich da irgendwie mehrere Spielstände. Aber nee, das ist schon das alles dasselbe. Das ist alles schon. Na ne, das Datum habe ich nämlich auch verglichen. Ja, nee, das kann auch nicht sein. Also ist irgendwas verschwunden. Was soll's? Wir haben ja genug zu tun. Und solange wir genug zu tun haben, ist das alles nicht so wild. So, ich gehe hier mal so richtig durch. Boah. Das ist also auch wieder völlig ungewohnt, ne, weil ich jetzt auch, ich spiele ja immer gerne im Creative Mode. Da mache ich auch immer noch so ein paar Folgen. Eine habe ich leider verloren gerade, habe ich gesehen. Das ist sehr schade, da habe ich nämlich nochmal, bin ich nochmal in der Wüste gewesen, habe dieses ägyptische Thema weitergebaut und dieses Tempeltor habe ich nochmal gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr diese Folge gesehen habt. Da habe ich so ein Tempeltor gebaut und ja, das war dann hinterher, das war in dem Video nur ein Versuch und dann habe ich das nochmal gemacht und nochmal gefilmt. Viel geiler, also viel, also Entschuldigung, viel netter, schöner, bombastischer und die Folge konnte ich aber hinterher nicht mehr gebrauchen. Ist alles kaputt gegangen. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache, dass ich das wieder irgendwie, dass ich euch das nochmal vorstelle irgendwann, aber naja. Wir wollen jetzt hier die Projekte auch nicht so sehr vermengen. Dies ist hier, wir spielen Minecraft. Survival Mode. Und eine Spitzhacke ist wieder kaputt gegangen. Jetzt graben, untergraben wir gleich unseren Hund. Mal gucken, was er dann dazu sagt. Gleich guckst du doof, pass auf, jetzt. Du hältst dich aber tapfer in der Luft, du. Ja, ich weiß nicht, ich buddel hier noch weiter. Ne, das ist jetzt gar nicht so spannend. Ich mache hier noch ein bisschen. Und in der nächsten Folge weiß ich nicht, ob wir dann vielleicht schon mal ein bisschen Material wieder dann auf Lager haben, dass wir mal in der Stadt ein bisschen bauen können, so als Abwechslung. Ich habe noch mehr Ideen hier in der Gegend, was wir noch machen können. Ideen habe ich ja immer genug. Und ja, dann würde ich einfach sagen, guckt da beim nächsten Mal wieder rein. Wir sehen uns ja die Tage und macht es gut bis dahin. Tschüssi.